Ja, Huhu hier wieder beim Kuani. Und zu einer neuen Runde Baldur's Gate The Dry. Ja, wir sind hier immer noch, haben gerade Gale aus diesem komischen Loch hier rausgezogen. At least things have stayed interesting. Wir haben Lazelle getötet. Und wir haben, ja, gesehen, dass es hier irgendwo Goblins gibt. Hier sind tote Goblins gewesen. Das heißt, wir schauen jetzt mal mit unserem Gnomen Barbar, wie es weitergeht. Aber wir haben jetzt ja auch den Zauber gelernt mit dem lange Schritte machen. Aber ich habe ihn noch nicht ausgerüstet hier unten. Das heißt, wir sollten den vielleicht auch. Oh. Okay. Jetzt weiß ich auch warum. Gut, dass wir das irgendwie spontan machen können. So. Mal das Schmieren raus. So, dann machen wir das nämlich mal auf den Gnom. So, dann habe ich jetzt auch endlich mal wieder vernünftig eine Bewegungsreichweite. Und ja. Dann schauen wir nochmal weiter. Time to rest. Moving ahead. Das wieder zum Einsammeln. Schaufel. Wäre ganz gut, ne? Ich weiß, Gott sei Dank, wo eine ist. Metagaming. Oder auch nicht. Ich dachte mal, hier wäre eine gewesen, aber wahrscheinlich wäre dann. Naja. Wir wollen uns möglichst schnell mal den Zugang holen zu dem Umskillen und dafür müssen wir hier rein. What a day. Schauen wir mal, ob das so simpel ist. Wir haben einen 20er Schwierigkeitsgrad. Wir haben plus 3, plus 5, plus 7. Geben uns noch einen Bonus. Also die 4. 12. Reicht. Gut. Im schlimmsten Fall. Diebeswerkzeuge werden auch nicht verbraucht, solange man das Schlossknacken nicht schafft. What's inside? Armed scribes. But no sign of a struggle. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Alles schön weglooten hier. Oh.
Ah, I'll give it a shot. Looks like someone wanted to bury this in Seelmünze. A strange coin. I wonder what it's worth. Oh, I have the magic touch. Onward. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Na komm, hier als Magier. Abracadabra. As the lock opens, a loose page comes with it. Erstmal speichern. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Naja, ob der sich so gut mit Religion auskennt. Aber es ist ein Intelligenztest, von daher. Komm, kriegst du hier noch einen Bonus. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Mm-hmm. Also hin und wieder gibt es hier Ereignisse in dem Spiel, die halt Inspiration geben. Das heißt, extra Erfahrungspunkte. Und das sind meistens dann die Situationen, wo ein Charakter sich so seinem Wesen nach irgendwas macht. Hier jetzt bei Gale in dem Fall hat jetzt irgendwie arkane Dinge irgendwie jetzt herausgefunden. In for a surprise. Das ist ein Schlüssel. Ja. Yes, why not? So, dann. The inscription is in a language unknown to you. Mm-hmm. That might be worth it. Auf und schon haben wir ein Problem. Hells. Okay, Starion ist zuerst dran. Let them come. The darkness can be to our advantage. Ja, ich würde sie schon irgendwie kommen lassen, aber... Das heißt ja jetzt irgendwie nicht, dass wir... hier nicht auch irgendwie angreifen können. Fehlschlag. Eine 3 gewürfelt. Und plus 2 wegen Übung, plus 3 wegen Geschicklichkeit. Und wir hätten nur eine 4 würfeln müssen, um zu treffen. Das fängt ja wieder gut an.
Just like old times. Er versteckt sich mal. Das ist übrigens dann immer der Platz, wo der Gegner sieht, dass er das letzte Mal gestanden hat. Weiß nicht, ob das jetzt viel bringt, aber mal gucken. So, und ich glaube, diese Viecher sind ganz schön anfällig für so heilige Zeugs. Oder sind sie das überhaupt? Ja, aber auf jeden Fall Giftresistenz und Wuchtresistenz. Anfälligkeit dann irgendwie nicht. Ach, schade. So. Nicht genug Bewegung. Kann ich mich denn jetzt auch? Guck mal, jetzt können wir uns hier auch 10 Meter bewegen. Das ist doch schon mal ganz gut. Wir machen jetzt erstmal hier Kampf. Hier vorne, weil hier spielt die Musik und machen einen weiteren Schuss auf den hier. Und schaffen das alles nicht. I don't fancy their chances. So, er holt sich erstmal eine Magierrüstung. So, dann. Meine Aktion verbraucht. Das war jetzt natürlich nicht so schlau. Sondern, naja, gut. Schlau, hin und her. Jetzt haben sie hier so eine stumme Zone gemacht. Das heißt, wir können jetzt auch keine Zaubersprüche, die Wörter brauchen, mehr in dieser Zone sprechen. Wieder fit. Und könnte eigentlich mal wieder einen Angriff machen gegen den. Und dann mit dem zweiten Dolch auch nochmal zuschlagen und nicht treffen. Schade. Nämlich mit dem zweiten Dolch immer für eine Bonusaktion auch noch zuschlagen. So. Jetzt sieht man hier, ich kann die ganzen Zaubersprüche hier alle nicht mehr sprechen, weil ich in der Stille drin bin. Ich könnte nur das hier wirken. Also auf irgendeine Weise geht das. Aber vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Oder vielleicht doch. Got to press on. Time to push my luck again. So. Gib ihm. Ja. Nicht so geil. Er könnte sich für seine Aktion jetzt zurückziehen, sonst wird er wahrscheinlich gleich angegriffen. Der hat einen Rüstungswurf 14. Momentan kann er eh nicht viel machen. Wie viele Lebenspunkte hat er denn? Er hat noch 2 Lebenspunkte. Ha! Der Magier mit seinem Stab. Der muss es wieder richten hier.
geil. Haben wir es wohl von der 19 gekriegt. Aua, aua, aua. Ja, der ist schon mal jetzt hin, ne? Also, wie machen wir das jetzt weiter? Vielleicht machen wir jetzt hier mal... Also an den Drang komme ich nicht, aber ich werde schießen können. So, und dann gehen wir in den Sport. Ja, hier draußen. Einer weniger. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Zwei Stück. Wo ist denn noch eigentlich drei, ne? Jump. Rücksichtsloser Angriff. Bam. Looten. Creator. Destroyer. Wo ist der zweite? Das war eigentlich. Ah, da! Okay. Weave, save me! I cannot take much more! Dran. Nothing important is ever easy. So, jetzt müssen wir hier den Gale mal retten. Lass mal laufen mal ein bisschen. Path lies before me. Ich stelle die Axt ins Gesicht. Aha. So, immer noch die restlichen Sachen looten hier noch. Weiß nicht, ob ich den schon gelootet hatte. Den hatte ich, glaube ich. Ja. Und den da hinten auch. Alles klar. Das war noch ein guter Kampf. So, jetzt kann man hier kurze Rast einlegen. Dann heilen man alle wieder ein bisschen. So, Gale ist lieber immer noch ein bisschen angeschlagen und Schattenherz auch. Und sie selber. Komm,
Heiltrank trinken. So, wir können generell mal gucken. Der hat 10 Heiltränke, so viel braucht er gar nicht. Hoffentlich zumindest. So, erstmal alles hier in den Rucksack. So, 5 Stück. Hier Shadowheart. Kriegt alle 5. Dann machen wir den mal kurz auf. Zap. Alles da rein. So, beim nächsten besten Händler wird es vertickt. So, dann haben wir hier noch ein Messer. Können wir auch da rein tun. Ring. Also das Buch der toten Götter tun wir ins Lager. Und dann tun wir die Sachen noch hier rüber zu Astarion, weil ich glaube, der kann das besser hier mit Schlösser knacken und so ein Zeug. Brennende Hände können wir mal zu ihr rübergehen. Er kann übrigens Sachen lernen ab einem gewissen Level. Na gut, die Hexenpfeil oder so behalte ich mal. Ich kann die noch Gedanken wahrnehmen. Looking ahead. So. Dann schauen wir mal, was die hier bewacht haben. A lot of effort to hide one sarcophagus. Mhm. Ziemlich viel Aufwand, um ein... Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Mhm. Amulett der verbogenen Stimmen. Und mit Toten sprechen. Alles klar. Chemistenfeuer, gehen wir mal Astarion. Können wir es vielleicht gebrauchen. Und jetzt müssen wir noch den Sarkophag öffnen. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? An arbiter of certain matters, but that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Das hängt von den Taten. I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Wo läufst du denn hin?
können ihm jetzt nicht groß folgen. Er wird gleich verschwinden. How long has it been? Seems like a good moment to talk. We have nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Soon. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Ja, also das ist der Typ, mit dem wir gleich umspecken können. Unsere Klassen ändern und unsere Attribute neu verteilen können. Das ist dann ganz gut für zum Beispiel diese Skillung hier. Weil hier ist irgendwie so ein bisschen was durcheinander, was irgendwie nicht... Also, ich habe ja am Anfang gesprochen, das Let's Plays von Min-Maxing und effektivem Spiel-Dingen. Man kann das natürlich so lassen, aber es wird einem natürlich im Nachhinein irgendwie Nachteile bringen. Auch hier ist eine Skillung irgendwie nicht so gelungen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Face, also ein Charakter, der unsere ganzen Charisma-Checks macht und reden kann, weil unser Hauptcharakter kann das nicht. Und bisher kann das hier keiner so richtig, am ehesten noch Gale. Deswegen werden wir hier ein bisschen umskillen. Wir kriegen nachher noch irgendwie einen Charakter dazu, der auf jeden Fall Charisma kann, den wir dann mitnehmen können. Allerdings, wen lassen wir dann dafür raus? Also wahrscheinlich wird auf kurz oder lang Gale rausfliegen. Und deswegen, ja, wegen den Charisma-Dingen. Dann haben wir halt keinen, der Intelligenz kann, aber Intelligenz ist halt auch nicht immer so, naja, gefragt in diesem Spiel. Gerade, wir haben ja gerade ein paar Sachen da gemacht, aber das ist nicht so, ja, nicht so häufig so der Fall. Außerdem hat Gale keine Dunkelsicht und ich finde Dunkelsicht ist irgendwie in so dunklen in so Places irgendwie ganz, ganz gut, in so Dungeons drin. Und er kann sich nicht so gut verteidigen. Ist halt ein bisschen schwierig mit Gale. Obwohl er natürlich irgendwie als Magier schon ziemlich mächtig werden kann. Und ich habe festgestellt in anderen Playthroughs, dass er ziemlich schnell gefokust wird. Und wenn Gale stirbt, hat das schon einige Auswirkungen, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Da ist das nicht so einfach wie bei Lazael. Wir verlieren dann natürlich unsere langen Schritte, aber wir können das nach jeder langen Rast ja einfach mal zack auf ihn wirken und dann wieder aus der Gruppe schmeißen. Da gibt es auch noch einen coolen, also in Anführungsstrichen coolen Trick, den kann ich euch dann später noch zeigen, wie man ein bisschen mehr Rüstungsklasse und Ablativlebenspunkte bekommen kann. Einfach ein bisschen minmaxen. Was der Typ auch macht, ist, dass man seine Klassen ändern kann. Aber da würde ich irgendwie grob die Leute so lassen, wie sie sind. Ich werde allerdings Schattenherz umskillen von der Domäne der List in zu einer Heiler-Domäne, damit sie auch wirklich ein Heiler sein kann. Und was man auch machen kann bei dem, man kann Leute rekrutieren. Für die Party. Zum Beispiel, wenn ihr Astarion nicht mögt, also irgendwie vom Charakter her nicht oder so. Es gibt sonst aber keinen Schurken,
Und ihr spielt selber auch keinen Schurken. Ihr wollt aber unbedingt einen Schurken in der Gruppe haben, dann könnt ihr euch bei diesem Lazarus-Typen einen Schurken anheuern. Und den dann mitnehmen. Der ist allerdings dann, ja, kein ausgearbeiteter Charakter, so wie Astarion, sondern der ist so ein bisschen dumpf. Aber gut, das kann man vielleicht gleich auch nochmal zeigen. So. Und was sich hinter dieser Tür da befindet, das werden wir dann beim nächsten Mal rauskriegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.